jetzt mal wieder länger dauert. Runtime, ein zuverlässiger Partner. Alles kann, nichts muss. Wenn ihr mich unterstützen wollt, einfach erster Link in der Beschreibung. Okay, gib mir mal die, mach mal die Powerbank ran und dann zeigen wir mal ganz kurz draußen, noch ist nämlich hell. Zeigen wir mal, was wir jetzt machen. Also, ich habe heute mich dazu entschieden, das Monster Shelter abzugraden. Ich hatte vorher... Mal, warst du das? Mhm. Was ist denn da los? Verscheißert mich schon wieder der Hund. Na, vielleicht kommt es mit dem Hasen wieder. Nee, nee. Ich glaube, man kann erahnen, was hier abgeht, Freunde. Kommen wir nun zu dem Highlight für mich, meines Erachtens, heute geschaffenen Upgrade vom XXL Monster Shelter. In der letzten Folge haben wir einen Zeltofen eingebaut. No front, aber der bringt gar nichts hier drin. Das ist cool, so ganz bisschen Wärme, aber ich habe mir gesagt, wenn es richtig knackig wird und die haben gesagt, dass der Winter voll krass wird, dann brauchen wir was Richtiges. Und das habe ich gesagt, okay, erstmal ein dickes Rohr. Das andere war ungefähr so gewesen, ja, ne? Naja, so. 5 cm. So, ja. 5, also 5,0 zu 120,0. Ne, 120, 120, nee, 12 zu 5. Das hat 12 cm Durchmesser, Mathe. Und das andere hatte 5 cm Durchmesser. Wir haben diesmal auch ein Upgrade gemacht. Hier ist eine Steinwollschicht dazwischen. Das ist einfach so ein, da steckst du das Rohr nur, dass halt nichts anbrennen kann. Weil was hier durchballert, ist schon ein bisschen heißer. Wir sind auf 52 Meter hochgegangen, haben das Ding mit Stahlseilen abgespannt. In drei Richtungen. In drei Richtungen. Mhm. Weil wenn es mal ein bisschen shit hirmt, soll es nicht leer abfallen. Und was wir beim letzten Mal auch nicht hatten, war oben halt so ein Hut. Genau. Es hätte reinringen können beim alten Setup. Und wir haben es noch nicht ausprobiert. Wir gehen jetzt rein, ich zeige euch das Ding. Und dann seid ihr live dabei, wie wir das Ding das allererste Mal anzünden. Folgt mir. So, jetzt darfst du zeigen. So, meine Damen und Herren, das ist ein klassischer... es gibt zwei Namen für diese Ofenarten. Zum einen nennt man ihn Kanonenofen oder Werkstattofen. Der Unterschied zu normalen anderen Kamin oder Ofen ist einfach, dass der hier zwei Arten von Brennstoff verwendet werden kann. Zum einen Kohlen, dann hat hier hinten so einen Schalter, so einen Riegel. Den kannst du gerne mal zeigen. Da kannst du nämlich umstellen von Holz, hier unten ist der Schalter, von Holz auf Kohle. Ja? Und wenn man jetzt hier reinkommt, ich mach dir auch Licht, weil das wird wahrscheinlich ein bisschen dunkel sein. Ey, und können wir bitte sagen, wie hübsch der eigentlich ist? Ey, komm, der ist richtig dick. Von der Optik ist er so schön. Guck mal hier oben an, das ist richtig geil. Wir hatten ja erst einen anderen gesehen, aber die andere war irgendwie viel zu. Du kannst in ein Haus stellen, aber das Ding ist richtig schön. Und vor allem mit Guckloch, also du kannst halt ja, hier gucken, mit Scheibe. Ja, wir haben jetzt auch ein Flammenfenster. Vorher, das ist jetzt ja Vancouver. Wir hatten vorher den Helsinki ausgeguckt, aber der hatte kein Fenster. Und ich finde es halt auch einfach geil, wenn man hier drin sitzen kann und halt so ein bisschen Flamme sieht. Hier drinnen haben wir Schamottsteine. Und das ist der ganz, 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 ganz krasser Unterschied zu einem Zeltofen oder irgendwas. Dieser Ofen oder dieser Kamin speichert Wärme. Der hat 6,0 kW. Das bedeutet, ich habe keine Ahnung, das stand einfach auf diesem Zettel drauf. Jedenfalls... Wenn man hier reinguckt, siehst du auch hier unten, da ist Rost. Du siehst diese Rost? Yes. So, hier unten hast du einen sogenannten Wackler, damit die Asche durchfällt. Und dann einfach rausnehmen, Asche auskippen, fertig. Ihr seht? Asche nicht hier auskippen? Nein, draußen. Also draußen, ne? Und wir haben natürlich auch dafür gesorgt, dass wir einen Funkenfluguntersatz haben. Also das ist eine feuerfeste Platte, schwarz pulverisiert, dass du halt, wenn was rausfällt, nicht sofort alles anbrennt. Weil ich hatte es auch schon, das fällt dir hier so ein Stück Glut dazwischen. Guck mal hier. Wenn die Späne Feuer fängt, dann können wir uns alle beerdigen, Freunde. Dann haben wir Fußbodenheizung. Hier auch das gleiche Ding. Ne? Man sieht, hier kommt es rein, die Wolle ist noch nicht wunderschön. Außen herum kommt noch Steinwolle. Hier, ja, also hier wird ja noch richtig dicht gemacht. Richtig dicht gemacht, genau. Ja. Das bleibt so nicht. Ne? Keine Sorge, aber um mal einen Probelauf zu machen. Das machen wir jetzt. Ich bin gespannt, ich habe keine Ahnung. Ich weiß auch nicht genau, wie das funktioniert. Ich würde jetzt einfach ganz plump. Volle Lautstärke, Luftzufuhr. Bobby Wood schreibt auch, gut lüften gleich, wenn ihr den anbrennt, wegen den Lack. Genau, dann machen wir die Tür gleich wieder auf und dann lassen wir den einfach richtig durchbrennen. So. Aber ist schon geil, oder? Ist schon ein Upgrade. Was sagen die Leute? Was gefällt euch das Ding? Familie. Ja, der muss natürlich auch gut stehen. Ja, das ist cool, ja. Dafür ist auch gedacht, oder wenn die Jungs kommen, ne, wenn Karl, Chris, keine Ahnung, und die Tasse mit dem Glühwein halt noch ein bisschen warm bleiben soll, einfach hier oben raufstellen. Das ist geil. Ja, sagen wir mal ehrlich. Und darum nennt man den halt auch Werkstattofen. Oder halt der auch, passt doch auf dich einfach top rein, ja. Das ist ein schönes Ding. Ha! Und jetzt machen wir das Ding an. So, komm. Dafür habe ich so ein bisschen Anzündholz hier. Ja, finden sie alle schön, finden sie alle geil. Ja, wirklich? Es ist mir wichtig, was die Leute sagen. Ja, natürlich. Das ist ja unser Projekt hier.
Schon ein bisschen geil. Gibt's denn einen, der den scheiße findet? Was auch ganz wichtig ist, weißt du noch, wie das war? Da stand irgendwas, weil hier oben ist noch so ein Lüftungsschlitz drauf. War der, wie waren die auch, volle Malotze? Probieren wir auch. Da oder? Stand drinnen einmal, entweder Hälfte war bei Kohle und drei Viertel war bei Holz. Das okay. Hab ich mir gemerkt. Ich fange einfach mal an, okay? Ich hoffe, dass ich nichts vergessen habe rauszunehmen. Der Schalter ist umgelegt. Die Rohre sollten dicht sein, ansonsten... Naja. Wobei man sagen muss, der erste Ofen, der hat ja auch schon ein bisschen geheizt. Ne? Also uns war ja auch nicht kalt gewesen drin. Ja, darum geht's ja gar nicht, aber richtig gebracht hat er nichts. Ne? Weil du konntest da auch keine Kohlen reinlegen oder sowas, dass du mal ein bisschen Hitze machst oder so. Ging alles nicht. Ich lege jetzt einfach mal ganz, ganz doof da Holz rein. Karl schreibt 6 kW, ist völlig okay. Ne? Ja. Weil der hat halt auch Schamottsteine und das ist halt Ding, das Ding speichert halt auch einfach Wärme. Und wir haben auch den Abstand eingehalten, ne? Also falls ihr fragt, so Wand und sowas, es muss natürlich... 5 cm oder genau. 45 oder was? Ja, irgendwie so 5 cm oder sowas, ja. Genau, volle Leuchtstücke, ja, genau. Habt ihr was zum Löschen? Ja, da steht ein Feuerlöscher, kannst du zeigen. Ich hab extra... Sowas hintere Lampe. Schon von Woods Kitchen aus. So. Das ist schon mal ein ganz, ganz krasser Unterschied. Vorsicht, die Power. Ja, ja. Ein krasser Unterschied zu dem davorigen. Also hier ist noch so ein bisschen Kleber drauf, Klebereste, ne? Das müssen wir noch sauber machen. Ja, die brennen sich runter. Ja. So. Aber jetzt zieht schon gut durch, ey. Das ist krass, ich hab jetzt alles. Ja, die Flammen, die ziehen gut. Alter, geht richtig ab. Ich mache jetzt mal voll die Butze, weil ich glaube, jetzt ist unten noch ein bisschen schon das Holz am Brennen. Mach jetzt einfach mal voll, so. Und würde einfach mal zumachen. Und dann einfach mal kurz noch so 2-3 Minuten warten. Wir gehen mal raus und gucken mal, ob Rauch kommt. Ja. Weißt du vom Style mega. Weißt du noch, wo wir überlegt hatten? Weil das Ding hat nämlich einen Auspuff hier hinten. Der geht ja hier direkt raus, ne? Ja. So, da hatte ich erst überlegt, gleich so, boah, direkt raus. Aber der Punkt ist, wenn du das machst, geht dir diese ganze Wärme genau. über die Abgase flöten. Ja. Und die kannst du quasi noch mitnehmen. Das ist ja wie ein richtig dickes Heizungsrohr. Genau. Hat ja auch schon Wärme ab. Lass mal rausgehen, ich will gucken. Ich will unbedingt gucken. Ich will jetzt sehen. Zack, dunkel. Ist echt fast dunkel. Boah, Junge. Ah, oh, ein bisschen rot. Warte mal, ich muss das mal so machen, dass man es besser sieht. Ich brauche ein bisschen. Licht? Nee, die dunklen Bäume im Hintergrund. Sieht man es besser. Ja. Gar nichts. Siehst du da Rauch? Ja, ja. Ein bisschen Rauch. Ja. Du musst von hier gucken. Du brauchst den Hintergrund. Ach so, deshalb. Okay. Ja, hey. 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 Ja, es ist ein neuer Papst gewählt. Joachim der Fünfte. Mega, oder? Ach, guck mal, jetzt ist es wieder sauber hier. Jetzt kann man wieder was sehen. Oh, ist das schön. Oder? Oh. Alter, das fühlt sich... Das ist ein neuer... Ey, guck mal, wie das durchzieht, ey. Wie riecht das? Wir so hätten geil. Beim Q&A das als Hintergrund nehmen müssen hier. Das hier als... Das ist cozy. Das ist cozy. Alter, aber es geht gut los, die Flamme. Siehst du halt daran, dass es richtig hochzieht. Oh, ja, das ist eine Optik. Geil, ist ey, mach mal schnell ein Foto. Ich mach mal schnell die Kamera hin. Das fühlt sich komplett, ey. Guck dir das an. Vorsicht mit dem Griff, der könnte jetzt schon ein bisschen heiß sein. Ist einfach nur geil. Ist einfach nur geil. Weil wir dürfen nicht vergessen, wir sind in einem Shelter. In einem fucking Monster-Shelter. Mal eben selber hier. Und das war ganz klassisch. Wir sind einfach im Baumarkt und haben einfach gekauft und gesagt, wir probieren das jetzt aus. Jetzt ballern wir hier einfach mal ein bisschen Holz durch, ey. Ja. Da geht nichts aus, da erstickt nichts. Guck mal. Das dauert jetzt kurz und dann jetzt kommen die Flammen hoch. Das ist so geil, da siehst du halt, dass dieser Effekt mit dem Schornstein funktioniert. Dass halt dieser Schlot, also dieses Rohrdurchmesser ist ganz wichtig und Alter, die Flammen! Oh, sorry Leute, ich bin gerade ein bisschen gehypt, tut mir leid. Mach mal Licht aus, genau. Gute Idee. Icke Berlin hat geschrieben, mach mal Licht aus. Außer nur umkippen oder umdrehen. Boah, ich könnte mich jetzt hier auch... Wie hört sich's an, wenn sich ein Martin freut? Exakt so. Das Ding funktioniert. Ey, das haben wir mit unseren eigenen Händen gemacht. Chris, das ist so geil. Ich weiß nicht, warum ich das so feiere. Keine Ahnung, ich liebe das. Mit unseren eigenen Händen das Ding hier runter geschafft, gemacht und getan. Boah, guck dann, wie das durchzieht, ey. So geil, ohne Scheiß. Chris und ich schlafen ja auch die Nacht hier drinne. Wir werden halt quasi das Ding halt auf Herz und Nieren prüfen. Ich bin gespannt, was wir hier drinnen erreichen. Wir nehmen ein Thermometer aus dem Auto mit, legen das hier rein und dann testen wir. Ja. Wie warm es hier heute Nacht wird. Du schläfst oben? Ja. Du wirst schwitzen. Nö. Doch. Ja, vielleicht. Doch, vielleicht. Ja, wir werden jetzt einfach diesen Ofen da dermaßen einheizen. Wir werden das einfach genießen. Also ich werde das jetzt einfach genießen. Und mit ein paar Keksen.
mit ein paar Keksen. Vielleicht gönne ich mir auch einen Glühwein. Leute, damit bin ich am Stream am Streamende? Wir sind auch beim Stream angekommen. Das war das Intro gewesen, jetzt geht's los. So, jetzt geht's los. Wenn ihr da auf dem Laufenden bleiben wollt, Instagram, was, Kakaretto? Ja, klingt gut. Weißt du, was ein Kakaretto ist? Ja, hatten wir schon mal gehabt, ja. Ja, gut, egal. Also, wenn ihr noch ein paar Bilder kriegen wollt, ich will den Ofen da sehen. So. Also, sag einfach, wie ich gehen soll. Nein. Instagram. Kommt rüber zu Instagram, drückt auf Follow-Knopf, dann seht ihr auch die Storys. Wir werden heute Abend bestimmt noch mal ein paar schöne Nacktbilder machen, wie wir hier drinnen tanzen, weil es so heiß sein wird. Und dann schaltet bitte auch wieder ein, wenn es heißt, Martin geht live. Abonniert ihr mal den Live-Kanal, abonniert auch den Hauptkanal, denn da geht's mit dem krassen Prepper-BMW weiter. Gehabt euch very well in euer klapprig Bettgestell. Damit bin ich raus. Ich glaube, Martin ist verrückt. Ja, ich sag's euch ehrlich, er ist verrückt und er lebt gefährlicher. Macht so Dinge, die hier sonst keiner macht und am Ende überlebt er nur knapp.